Okay, fangen wir an. Tobi Mansfeld, erstes Spiel gegen Galatasaray Istanbul, 1:1. Zufrieden? Ich denke schon, dass wir zufrieden sein können. Nach der ersten Minute hätte ich gedacht, es wird sehr schwierig. Da sind wir mal nur hinten hergelaufen. Aber dann hatten wir eigentlich die besseren Chancen unterm Strich. Und auch wenn wir nicht so viel Ballbesitz hatten, hat man letztendlich können das Spiel gewinnen. Ja, letzte Chance hattest du, ne? Wie weh tut das jetzt noch? Ich kann es gerade noch so verkraften. Zur aktiven Zeit wäre das schwerer zu verschmerzen gewesen. Aber jetzt, natürlich hätte ich nicht gern reingeschossen, aber so ist es halt jetzt. Das hebst du dir dann für Gladbach auf, ne? Das ist der nächste Gegner. Wie glaubst du, geht dir das Spiel dann an? Ich kann es Gladbach nicht einschätzen. Von dem Namen her, was sie so mitgebracht haben, ist das eine tolle Mannschaft. Wir schauen jetzt einfach mal auf den Platz gehen und das Beste versuchen, dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber macht Bock mit den Jungs, oder? Ja, ich habe schon das eigentlich so mit der Hauptgrund, für uns normale Spieler, sag ich mal, gegen ehemalige Bundesligaspieler zu spielen, ist eine tolle Sache. Bekommt man ja normal nicht die Gelegenheit, erst recht nicht, wenn man schon nicht mehr aktiv ist. Von daher ist das, denke ich mal, für alle von uns tolle Gelegenheit, mal gegen solche Namen zu spielen. Dankeschön, dann viel Erfolg weiterhin. Danke. Sanne Nuric, jetzt erklär uns mal bitte die eine Szene, die eigentlich der Siegtreffer hätte sein können. Du hast es 2:1 gemacht und der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Was hat er da gesagt? Was ist vorher passiert? Genau, also der Ball wurde abgefälscht, der Flipsen kriegt den Ball und ich schiebe eigentlich nur den Körper dazwischen, hab den Ball und schieße das Tor. Und habe mich auch etwas beschwert. Ja. Da sagte der Schiedsrichter dann zu mir, da es zu nah am Tor war, konnte er die Szene nicht laufen lassen. Wenn es jetzt weiter hinten gewesen wäre, dann hätte er es laufen lassen. Aber so war es halt zu nah vom Tor und deswegen hat er es abgepfiffen. Dafür hebst du es dir jetzt fürs letzte Spiel auf. Das ist doch dann wichtiger, ne? Es wäre jetzt sehr wichtig, aber eigentlich ist es egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir gewinnen. Ja. Guter Spruch noch zum Schluss. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Herr Scherer, Sie stehen für die Goldenen Zeiten des FC Homburg. Welche Erinnerungen haben Sie über die aktive Zeit? Nee, gut, als aktiver Spieler war ich relativ lang beim FC Homburg, 8 Jahre insgesamt. Die Erinnerungen natürlich als aktiver Spieler waren natürlich sensationell. Von der Oberliga bis in die erste Liga zu kommen, ist natürlich, oder war für mich sensationell. Und man zählt immer noch so ein bisschen dran, man hat immer noch Erinnerungen dran, die Videos, wo man sich ab und zu mal anguckt, muss. Ja, in der Halle. Weil früher man arbeitet das nicht mehr. Und wie ist es heute wieder? Naja gut, ich habe ja im Sommer, die 110 Jahre Feier, habe ich ja das erste Mal wieder für den FC Homburg gespielt. Und ich bin schon ein bisschen stolz. Wie halten Sie sich fit? Nee, gut, ich bin Torwarttrainer bei TSC 2-Brücken. Ja. Jugendarbeit und die Aktiven. Mhm. Und das hält mich noch ein bisschen fit. Das hört man automatisch ein bisschen. Auf jeden Fall. Soll an mir Spaß machen. Okay. Und Sie haben jetzt noch die Chance weiterzukommen? Mit einem Sieg gegen die Postnationalteam und können wir noch ein Stück spielen. Ja, die Chance ist da. Klar, das ist ja alles super Druck. Viel Erfolg, danke. Neil Marmon, you played 2 times? Nein, wir machen es auf Deutsch. Beides. Ja, das können wir ruhig drin lassen. 2x 1:1 gespielt. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, genau. Jetzt geht es nochmal gegen die Deutsche Post. Bis jetzt zufrieden? Absolut, weil die Mannschaft bis jetzt nie zusammen trainiert hat und nie zusammen gespielt hat. Und ich finde im Moment, wie wir das Ganze gestartet haben, war überragend. Du hast die Trainerrolle übernommen, bist auch so am Anfeuern und gehst richtig schön mit. Ja, ich bin, glaube ich, der Älteste in der Truppe drin und ich muss nicht mehr spielen. Meine Knie sind beide kaputt. Aber ich habe gesagt, wenn wir führen sind, bis jetzt war nicht so, würde ich gerne reinkommen für eine Minute. Aber okay, die Jungs machen jetzt, sind viel jünger und die bis jetzt haben sehr gut gemacht. Aber das wäre doch viel besser, wenn du jetzt im letzten Spiel reinkommst, die letzten 5 Minuten und dann das Siegtor machst, oder? Das ist doch eine Ansage. Meine Rolle normalerweise aufräumen und nicht Tore schießen. Dementsprechend, das muss nicht sein. Aber wenn die Jungs das hinkriegen, gegen die Deutsche Post, die haben bis jetzt sehr gut sie geschlagen. Es wird eine schwere Aufgabe. Wir müssen gewinnen. Bei einem Unentschieden bringt es auch nichts. Also dementsprechend gehen wir voll auf Risiko und gucken, dass wir da einen Sieg einfahren. Dann wünschen wir natürlich viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Ich dachte immer, alte Herren und Hallenfußball, da geht es viel gemächlicher zu. Ist aber nicht so, ne? Nein, gerade hier, wenn es natürlich um eine ganze Menge geht, ist natürlich wichtig, dass wir natürlich dann auch fighten. Ne? Gerade wir, die noch nicht so uns
kannten und noch gar nicht zusammen mal trainiert hatten und jetzt auf einmal im Halbfinale stehen, ist das schon eine wunderbare Sache. Also ihr habt euch vorher noch gar nicht getroffen? Nein, ich wusste gar nicht, wer dabei war. Und das macht ja auch immer manche Menge aus. Aber wenn man so ein bisschen Erfahrung drin hat, Neil Marmner dabei, ich natürlich dabei, dann wissen wir natürlich, was man beim Hallenturnier machen muss. Und da gehört natürlich auch so Verletzungen dazu, da müssen wir ein bisschen was machen. Bleibt nicht aus, ne? Und so ein Gezerre, und es ist schon ziemlich hart. Also teilweise habe ich mir gedacht, boah, brauche ich glaube ich nicht mehr. Ja, eigentlich sollte so ein Traditionsturnier eigentlich ja, mehr als Freundschaft gesehen werden. Aber man sieht, umso älter man wird, umso mehr will man erreichen. Und das ist eigentlich zum Hallenturnier eigentlich nicht sehr so gut, aber trotzdem gehört eben zu, dass man natürlich auch gewinnen will. Ja. Jetzt Gruppenphase überstanden, seid ihr tatsächlich weiter, war gar nicht abzusehen, ne? Das auf keinen Fall, da muss ich schon sagen. Ja, die Mischung passt eigentlich, wir sind so mittelalt und alt und Erfahrung, und wenn man das so ein bisschen zusammenmixt und die Jungen auf uns hören, was wir machen müssen, da braucht man gar nicht so lange auf dem Platz stehen, aber wichtig ist, dass man dann Erfahrung hat und dann Ruhe reinbringt. Ich glaube, das haben wir auch hier gezeigt. Wir haben gegen Galla gespielt, unentschieden, gegen Gladbach unentschieden, haben jetzt hier die Nationalmannschaft von Post, die ja auch mit jungen Spielern gestückt sind, geschlagen. Und dann muss man schon sagen, dann haben wir das auch verdient, im Halbfinale zu kommen. Freuen wir uns auf das Halbfinale und was da noch kommt. Ja, warten wir mal ab heute. Danke. Ja, bitte. Thorsten Hudel, Spiel um Platz 3, gewonnen, Dritter. Das ist schon ein ganz gutes, ein großer Erfolg für dieses Turnier, oder? Ja, also ein Riesenerfolg für die Mannschaft, wo eigentlich noch nie so zusammen gespielt habe, außer beim 110-Jährigen. Und wir waren kämpferisch. Von der Kondition war Tobi Mansfeld, hat gesagt, Moje kann in Milave, hat alles gegeben. Ah, der Petri, Hut ab von den Jungs, dass die so Gas gegeben haben in der Halle. Für dich ist es ja hier jetzt eigentlich so ein ganz großes Treffen, ne? Du kennst auch viele von anderen Mannschaften. Ja, da ich aus Kaiserslautern bin und halt gegen die Traditionsmannschaft von Kaiserslautern und in Homburg oder allgemein in Saarbrücken, die sind ja alle in meinem Alter, gegen die habe ich ja früher gespielt. Und ne, ist ja eine schöne Sache, was man die Jungs mal wieder sieht, und hat auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich die Jungs, ob beim Cola-Weiz wieder ein bisschen trefft, dass wir ein bisschen was trinken können. Und jetzt geht es ja bald nochmal gegen den FC Homburg. Du bist jetzt Torwarttrainer beim FK Pirmasens, ne? Da steht dann bald das Duell wieder an. Ja, genau. Seit Sommer bin ich beim FKP, bin ich Torwarttrainer. Und natürlich freue ich mich immer, wenn ich gegen den FC Homburg spiele, weil ich dort 7 Jahre gespielt habe. Und es ist mir immer eine Ehre, gegen den FC Homburg zu spielen. Und ich kenne halt viele dort, vom Präsidenten, von Herbert Eder her und auch von den Fans. Und die dich ja auch immer regelmäßig feiern, ne? Ja, das finde ich ja Hut ab für deine Fans oder auch von Herbert Eder, wo mich immer lobt, ohne Ende. Und wie gesagt, ich freue mich immer drauf, wenn ich gegen die FC Homburg spielen darf. Und ich hoffe, dass ich auch am Schluss, wenn die FKP es gepackt hat, dass ich noch ein Abschiedsspiel gegen die FC Homburg bekomme im Waldstadion. Ja. Okay, und dann das hoffen wir auch, dass du auch oft noch das Trikot des FC Homburg trägst. Gut, Dankeschön. Danke.